Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie bei uns sind hier unter der Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn bei unserem neuen Online-Format der Informierbar, wo wir Sie immer wieder regelmäßig mitnehmen mit tollen, interessanten Themen und vor allem mit spannenden Gästen, die uns zu berichten wissen über fachliche und informierende Themen aus dem Alltag. Heute zum Thema Finanzen. Und Sie, meine Damen, sind dazu ganz recht herzlich eingeladen, denn wir widmen uns dem Thema Frauen stärken ihre Finanzen. Keine Sorge, Sie müssen sich die Tipps nicht von mir anhören. Wir haben uns dafür eine Expertin ins Haus eingeladen und ich freue mich ganz recht herzlich, dass sie bei uns ist. Und damit begrüße ich ganz recht herzlich unsere Finanzexpertin heute erneut hier unter der Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn, Frau Dr. Birgit Happel, die sich unter anderem seit vielen Jahren um die Themen Finanzen, Geld und der Situation der Frauen in der Finanzwelt kümmert und engagiert. Das tut sie zum Beispiel als Mitglied von UN Women in Deutschland, ist aber auch gleichzeitig unter anderem Referentin für Finanzbildung und Gleichstellung und Chancengleichheit. Und über diese Chancengleichheit möchten wir heute gemeinsam mit ihr sprechen. Und damit herzlich willkommen, Frau Dr. Birgit Happel. Hallo. Hallo, grüß Sie, Herr Stock. Schön, dass Sie ein weiteres Mal bei uns sind, Frau Happel. Es ist ein Thema, das seit vielen Jahren, wie ich finde, völlig zu Recht immer weiter in den Fokus der Gesellschaft rückt, die Rolle der Frauen in der Finanzwelt, weil es bis heute eine Chancenungleichheit gibt, weil die Situation der Frauen schlechter gestellt ist. Wie ist die konkrete Ausgangssituation der Frauen in Deutschland, wenn es darum geht? Ja, die ökonomische Situation der Frauen ist eigentlich sehr bedenklich, würde ich mal sagen. Wir haben seit Jahren diesen großen Gender Pay Gap. Sie hatten es ja auch kurz angesprochen. Der bewegt sich jetzt um die 20, aber da ist eine Stagnation eigentlich, wo es überhaupt nicht vorangeht. Und gerade jetzt auch in der Corona-Krise hat man ja gesehen, wo der Haken liegt, dass eben wieder viele Frauen einfach vermehrt Sorgearbeit übernommen haben und das ist die Zeit, die ihnen dann für ihre Erwerbsbiografie fehlt. Dazu kommt natürlich, dass die Frau zu Hause natürlich eine größere Verantwortung hat und eine größere Rolle spielt als wir Männer aus der Natur heraus und dadurch eventuell schon von vornherein finanziell benachteiligt ist. Naja, da würde ich jetzt mal vehement widersprechen von Natur aus, weil das sind natürlich auch über Jahrzehnte, Jahrhunderte verfestigte Rollenbilder, die wir doch auch jetzt endlich mal aufbrechen wollen. Und da geht es eben darum, dass wir das so schaffen, dass gerade eben diese unbezahlte Sorgearbeit von den Frauen weggenommen wird, zu den Männern dazukommt und die Frauen dann eben mehr bezahlte Erwerbstätigkeit leisten können. Was kann man dafür tun, um das eben gerechter zu gestalten? Reden, 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 sind viele Aushandlungsprozesse. Ich bin ja auch verheiratet und habe zwei Kinder, die sind zum Glück jetzt schon wirklich Teenager und aus dem Gröbsten heraus. Aber dennoch mit den Schulschließungen und wir haben zum Beispiel auch das Thema Pflege in der Familie sehr oft seit vielen Jahren. Da gab es dann auch eben keine Möglichkeit, eine Tagesstätte in Anspruch zu nehmen. Man muss sich in der Partnerschaft immer wieder neu die Lage anschauen, um dann auch für beide ein zufriedenstellendes Ergebnis zu haben. Ne? Sie haben uns dankenswerterweise auch heute wieder einige Zahlen und Fakten dazu mitgebracht. Lassen Sie uns vielleicht einmal da gemeinsam drauf schauen, um dem Ganzen noch ein wenig die Zahlenbasis dafür zu geben. Wie groß sind die Unterschiede zwischen den Frauen und den Männern in Deutschland? Ja, die sind natürlich erheblich, vor allem dieser sogenannte Gender Lifetime Earnings Gap, also dieses Lebenserwerbseinkommen. Das hat man jetzt nochmal, da war vor 2 Jahren schon mal eine internationale Studie, die das auch bezeugt hat. Und jetzt hatten wir im Sommer nochmal von der Bertelsmann Stiftung in Deutschland eben die Zahlen speziell für Deutschland. Und im Durchschnitt verdienen Frauen mit Kindern eben 62% weniger über die Lebensspanne. Ab dem dritten Kind sind wir fast bei 70%. Also je mehr Kinder, logischerweise, desto mehr Sorgearbeit fällt dann auch an. Aber auch bei Frauen ohne Kinder haben wir diese 13% Lücke. Und die ergibt sich oft eben auch nochmal durch den Gender Pay Gap
wie wir es vorhin besprochen hatten. Und Sie haben davon gesprochen, es sind eben unter anderem diese alten Rollenklischees, die es aufzubrechen gilt. Ist es tatsächlich dann schon so leicht, dass man sagt, die Frau hütet zu Hause die Kinder, kümmert sich um die Erziehung, der Mann geht arbeiten, dadurch entsteht diese Lücke, oder müssen wir da den einen oder anderen Fakt mehr dahin zuziehen? Naja gut, wir haben halt auch schon sehr große Hemmnisse von den strukturellen Rahmenbedingungen. Ne? Also das zum Beispiel das Ehegattensplitting, das haben wir seit 1958, das wurde in anderen Ländern schon vor 20, 30 Jahren abgeschafft, so eine Individualbesteuerung. Das sind auch so Fehlanreize, die der Staat immer noch setzt und die das eigentlich den Frauen auch erschweren, früher wieder ihre berufliche Karriere im Blick zu halten, beziehungsweise eben die Fehlanreize, die gesetzt werden, beispielsweise auch der Ausbau der Minijobs und des ganzen Niedriglohnsektors. Da ist ja, da sind Frauen sehr stark vertreten und das wirkt sich ja immer weiter aus. Also wir haben ja nicht nur den Gender Pay Gap, auch später dann natürlich die Rentenlücke und auch das Thema Altersarmut ist weibliches Thema. Ja, was mich halt auch sehr bewegt, ist, dass die Lebensentwürfe und die spätere Lebenslage der Frauen dann auch diametral auseinanderklafft, weil einfach unterschätzt wird, wie stark die Rollenbilder noch zementiert sind. Es sind auch Stereotype da, auch in den Unternehmen, in den Personalabteilungen. Da ist es beispielsweise, denke ich mal, nicht gang und gäbe, dass ein Lebenslauf so ein speziellen genderspezifischen Blick erhält. Und ja, wenn man beispielsweise auch hier vom Frauenreferat Frankfurt, mit dem ich schon viele Jahre auch zusammenarbeite, einfach sich die Zahlen nochmal anguckt, 2/3 unbezahlte Arbeit, 1/3 bezahlte Arbeit, dann wissen wir schon, wie es um die finanzielle Situation der Frauen bestellt ist. Wenn eine Frau Karriere macht, kürzlich nachdem sie eben Kinder bekommen hat, steht oft die Frage im Raum, wer kümmert sich jetzt um die Kinder? Ich glaube, ein Mann, der jüngst Vater geworden ist, würde man sowas nur in sehr moderner Umgebung mal fragen. Sind diese Stereotypen womöglich auch aus der gesellschaftlichen Schuld daran, dass es eben diese 2/3, 1/3 Lücke in Deutschland für die Frauen gibt? Ja, auf alle Fälle. Wir hatten eben jahrzehntelang diese sogenannte Hausfrauen-Ehe, ne? Dieses in den 60er, 70er Jahren, 50er schon, dass eben der Mann den Löwenanteil verdiente und die Frau ja, zu Hause war, zeitweise eben ganz zu Hause. Und dann hat sich das ein bisschen gewandelt, dass dieses Zuverdienermodell dann entstanden ist, dass die Frau eben was dazu verdient hat. Aber weder das eine noch das andere Modell sichert Frauen ökonomisch ab und sichert auch ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und ich habe Ihnen ja auch die Gender Gaps nochmal aufgezeigt. Der Pay Gap, klar, hatten wir schon drüber gesprochen, 20%, aber vor allem eben dieser Rentengap, ne, der Gender Pension Gap, der sagt ja auch aus, dass eben über das Leben, die Lebenserwerbsspanne, wenig eingezahlt werden konnte in die Rentenkasse. Das sieht man spiegelbildlich sozusagen in diesem Care Gap, die Sorgearbeit, die Frauen eben mehr übernehmen. Im Schnitt kann man sagen, beträgt es 90 Minuten, das kann man sich ganz gut merken, so ein Fußballspiel am Tag, wo Frauen mehr unbezahlte Sorgearbeit übernehmen. Und da muss jede Familie bei sich selbst schauen, wie da eben die Aufteilung erfolgt. Da gibt es auch kein Patentrezept. Aber trotzdem ist es, finde ich, schon auch wichtig, dass auch die Politik da immer wieder zumindest auch darauf hinweist, welche strukturellen Fallen es gibt für Frauen, wenn sie ein Kind bekommen. Und um dieses Ungleichgewicht noch ein wenig zu dramatisieren, und das müssen wir gar nicht lange suchen, da muss man nur einmal auf die Statistik gucken. Das Statistische Bundesamt hat veröffentlicht, dass Frauen 2019 19% durchschnittlicher weniger verdient haben als die Männer. Es waren 2018 sogar noch 20%. Und das hat natürlich, da werde ich Ihnen jetzt auch nichts Neues erzählen, seine Gründe eben in den Strukturen, die beruflich vorgesehen sind. 71% haben entweder eine Tätigkeit, die schlechter bezahlt ist, kommen weniger oder schwieriger in Führungspositionen. Gibt es weitere Ursachen aus dieser Perspektive, die eben dieses Ungleichgewicht dementsprechend noch verstärken? Naja gut, die Ursachen sind natürlich vielfältig. Mir ist es halt wichtig, dass man einfach sich darüber im Klaren ist, dass es hier nicht nur um individuelle Entscheidungen geht, ne? Also klar könnte ich jetzt
rückblickend sagen, mir war es wichtig, für meine Mutter und für meinen Vater auch da zu sein neben den Kindern und sie nicht abzuschieben sozusagen. Und aber dennoch hat es Auswirkungen auf meine berufliche Biografie logischerweise gehabt. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass jetzt, da muss ich sagen, im Rentensystem hat sich da schon einiges getan, dass zum Beispiel pflegende Angehörige da besser gestellt sind als noch vor 10, 15 Jahren. Ne? Und da kann der Staat schon immer auch ein paar Stellschrauben drehen, um wenigstens die Strukturen familienfreundlich zu gestalten. Und ist dann, Frau Dr. Happel, der Blick auf die Rente am Ende des Lebens für die Frauen automatisch dramatischer als dann für uns Männer zum Beispiel? Ja gut, ich denke, wir sind jetzt an einem Paradigmenwechsel. Frauen sind ja auch schon seit vielen Jahren Bildungsaufsteigerinnen und es zahlt sich jetzt auch langsam in Karrieren aus. Also sie behalten ihre Erwerbsbiografie länger im Blick oder langfristig haben sie da eine andere Ausrichtung als vielleicht noch vor 20 Jahren. Ja, da haben Sie schon recht. Also da gerade in meiner Generation könnten die Frauen da ein Taschentuch gebrauchen und in meinen Veranstaltungen ist es wirklich auch natürlich ein schwieriges Thema, wenn wir über die Rentensituation sprechen. Aber nichtsdestoweniger, es gibt immer Möglichkeiten, da auch ja, den Blick drauf zu lenken und dann auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Welche Gegenmaßnahmen können das konkret sein? Ja, auf alle Fälle mal habe ich ja hier die Renteninformation dabei, ist es wichtig, dass die Frauen eine sogenannte Kontenklärung machen bei der Deutschen Rentenversicherung. Die haben auch zu verschiedenen Lebenslagen Broschüren ausgegeben, also hier geschiedene Ausgleich bei der Rente oder auch bei der freiwilligen Versicherung, wie es auch mit hinterbliebenen Renten aussieht. Also man kann sich da ganz gut informieren. Und die Kontenklärung, die macht man in der Regel auch bei einem Rentenberater vor Ort. Also jede größere Stadt hat ja da ihre Anlaufstellen und die nehmen sich auch wirklich Zeit und helfen einem da, eine Struktur reinzubringen und auch alle Zeiten eben aufzuschreiben, darzulegen, dass nichts fehlt im Endeffekt. Nehme ich das auch als konkreten Tipp und Hinweis von Ihnen mit, dass es für Frauen generell sehr wichtig wäre, sich dem Thema Rente ein wenig mehr zu widmen und eben jene Unterstützung vielleicht auch in Anspruch zu nehmen? Ja, auf alle Fälle. Gerade auch, das wissen auch viele nicht, dass eben die Kinder die werden nicht automatisch eingetragen beim Rentenkonto, sondern das ist eine Bringschuld. Man muss die eben eintragen lassen mit der Geburtsurkunde, dann bei der Kontenklärung, das eben manuell oder nachträglich dann eintragen lassen. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, um entgegenzuwirken. Ich sage immer die drei Bs, Beruf, Biografie, Börse. Wir können ja auch mit unserer Vermögensanlagen oder mit unserem Vermögensaufbau schauen, dass wir da einfach ein bisschen Ausgleich schaffen zu diesem mickrigen Rentenkonto, falls es überhaupt der Fall ist. Weil inzwischen, denke ich, sind wir an so einem Punkt, wo die Frauen schon ganz bewusst auch ihre Erwerbsbiografien im Blick behalten. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Thema, also zumindest wenn ich von mir persönlich ausgehe, da hat meine Frau zu Hause das Heft in der Hand, wenn es ums Thema Finanzen geht. Und Frau Dr. Happe, das ist auch gut und richtig so, denn sie hat da das deutlich bessere Gespür und das deutlich bessere Talent, wenn es ums Thema Finanzen verwalten und eben ums Thema Geld angeht. Und ich brauche, glaube ich, keine Glaskugel, um zu wissen, dass Sie das wahrscheinlich ganz ähnlich sehen. Ja, auf alle Fälle. Also früher sagte man so ein bisschen scherzhaft, die Frauen verwalten das kleine Geld, die Männer das große. Aber das ist heutzutage zum Glück, sind wir da ganz anders unterwegs. Und es gibt jetzt auch schon zahlreiche Studien, die gezeigt haben, dass Frauen auch die besseren Anlegerinnen sind, weil sie einfach auch weniger zum Trading neigen und sich nicht so selbst überschätzen. Also wir wollen jetzt nicht die Geschlechterklischees hier zementieren, aber ja, grundsätzlich, wenn man auch weniger Vermögen hat, denke ich, ist man ein bisschen vorsichtiger und agiert da auch besonnener. Sie haben uns da dankenswerterweise auch noch mal ein paar Infos mitgebracht, die uns zeigen, warum Frauen eben in dem Fall die guten, vielleicht auch die besseren Anlegerinnen sind. Ja, wie gesagt, also sie haben weniger dieses Faible für heute kaufen, morgen verkaufen, also diesen Trading-Aspekt. Sie neigen weniger zur Selbstüberschätzung. Sie wollen das auch. Ich gebe ja viele Veranstaltungen speziell für Frauen. Grundsätzlich ist da schon auch dieser Sicherheitsaspekt oft sehr groß und den bearbeiten wir dann gemeinsam oder wir schauen mal auf dieses Money-Mindset und gucken, wie können sich die Frauen da auch in ihrer Risikoeinschätzung vielleicht noch ein Stück bewegen.
Und dann, wenn Sie sich dann aber entschieden haben, an den Kapitalmarkt zu gehen, sind Sie doch auch sehr gute Anlegerinnen, weil da kommt Ihnen dann das zugute, dass Sie den langfristigen Blick auf Ihre Finanzen haben und dann auch dann im Depot nicht so viele kostenpflichtige Veränderungen einfach auch immer vornehmen. Und jetzt möchte ich abschließend Sie, Frau Dr. Habel, noch eines fragen, wo wir doch so viel darüber gesprochen haben, was die Frauen in der Finanzwelt oder im Alltag mit Finanzen anders und besser machen können. Gibt es denn auch Dinge, die Sie sich von uns Männern wünschen, wo Sie sagen, Mensch, wenn der Mann zu Hause sich da vielleicht auch ein wenig anpasst, dann läuft das insgesamt deutlich besser? Auf alle Fälle, da würde ich hier noch mal gern zurückgehen und Ihnen diese Waage zeigen, weil wir hatten ja dieses Thema, dass die Frauen 2 Drittel Sorgearbeit und 1 Drittel Erwerbsarbeit leisten. Und das schleicht sich auch so ein in den Familien. Also ich habe mich, als ich Kinder bekommen habe, auch durchaus als sehr moderne Frau gesehen und dachte, ja, ich kann da einfach meine Promotion weiter durchziehen. Und natürlich bin ich beruflich aktiv. Und dann hat sich das auch so ein bisschen eingeschlichen. Gut, ich hatte dann noch Pflegeverantwortung zusätzlich. Aber ich denke, das ist so ganz klassisch, dass einfach im Vorfeld auch man nicht alles überblickt, was so dieses ganze Thema Familie mit sich bringt. Und da würde ich auf alle Fälle die Männer gerne auffordern, wenn wir da noch mal gucken auf diese Waage. Wenn die Männer ein bisschen mehr Sorgearbeit übernehmen, können die Frauen mehr erwerbstätig sein oder mehr Erwerbsarbeit übernehmen und dann kommen wir in ein besseres Gleichgewicht. Und es ist auch langfristig für Partnerschaften hilfreich, wenn es da einfach eine Augenhöhe gibt und wenn auch keine Unzufriedenheiten da sind, sondern wenn man sich da in dem Bereich gut versteht und nicht jemand das Gefühl hat, man kann seine Potenziale nicht ausleben oder seine Träume nicht verwirklichen, weil das habe ich Ihnen auch mitgebracht. Ich lasse dann manchmal so Abfragen machen von den Frauen und da hat dann eine draufgeschrieben, ihre größte Angst beim Thema Geld, dass ich mir meine Träume nicht erfüllen kann. Und so auch das berufliche Potenzial auszuleben, das ist einfach noch ein Thema, das noch nicht selbstverständlich ist für Frauen mit Familien oder mit Pflegeverantwortung. Dann wollen wir hoffen, dass dieses Selbstverständnis durch unseren gemeinsamen Talk hier unter der Pyramide bei der Kreissparkasse Heilbronn ein wenig dazu bekommen hat und ein wenig gewachsen ist. Vielen Dank erneut, Frau Dr. Happel. Es war wie immer ein Vergnügen, Sie bei uns zu haben. Vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Einschalten. Wir hoffen doch sehr, es hat Ihnen gefallen und meine Damen, Sie konnten doch das eine oder andere an praktischen Tipps mitnehmen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie weiterhin uns gewogen sind und wünschen Ihnen mit den Finanzen zu Hause weiterhin alles Gute. Bis dahin, die Kreissparkasse Heilbronn unter der Pyramide wünscht Ihnen weiterhin viel Vergnügen.